Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Wir rocken ja gerade mit Barrett und Red 13 die Höhlen, die Mithril-Höhlen, ne? Wir haben in der letzten Folge gegen zwei Mitglieder Turks gekämpft. Einmal gegen Root, den wir ja schon gekämpft haben, ne? Und Elena, das neueste Mitglied der Turks, ne? Und Song, anscheinend wird der Song ausgesprochen, ne? Ich mach schon mal hier das, ne? Wöpf. Ja, pf, kein Ding, ne? Voll gechillt. Oh ja, Song hat sich auch noch eingemischt und ja. Keine Ahnung, wir haben gegen die gekämpft, haben gewonnen und ja, die sind dann abgehauen und ja. Wir wurden getrennt, weil Elena eine Granate geworfen hat, ne? Und als es explodiert. Und Schutzweste. Ich brauche keine Schutzweste. Ich habe schon. So, jetzt nehme ich mal an, ich muss das Ding hier dahin schieben, ne? Auf... Nein, nein, nein. Das ist zu weit. So, nicht da drauf springen, bitte. So, ich nehme an, ich muss das hier umändern, ne? Im richtigen Zeitpunkt. Weil du stehst genau davor, kannst du das bitte mal machen. So. Und ja, wir sind von unserer Gruppe getrennt und wir müssen jetzt hier einen Weg finden, wieder hier rauszukommen. Oder unsere Truppe wieder zu finden, ne? Red. Und ja, cool. Dann vielleicht und vielleicht auch nicht erreichen wir meinen Ausgang irgendwann hier. Und schaffen es nach Yunnan, unserem nächsten Halteort. Ich glaube, da wurde schon gesagt, ne, dass wir nach Yunnan müssen. Ne? Ist schon ein bisschen her, seit ich die Story hier gemacht habe, ne? Deswegen, als ich die Story angefangen habe, ne? Danach habe ich ja erstmal wieder hier 7-8 Parts. Ja, ne, ich sollte mal hier bei Synthese nachgucken. Ich habe ein bisschen Mithril gefunden in letzter Zeit. Da kann man doch bestimmt zu irgendwas hier verarbeiten, ne? Nö, ich brauche Gnade des Planeten. Seelenohrring, den aber noch nicht. 50 EP, Mithril-Erz und Phönixfedern. Uff. Ich habe erst 6 Mithril-Erz gefunden. Es gibt 50 Erfahrungspunkte, her damit. So. Dann brauche ich immer noch Segen, eine Gnade des Planeten, ne? Ja, schon erst im nächsten Gebiet oder so, ne? Das klingt irgendwie wie so. Oh Mann, da haben wir so Phoenix wieder. Soll ich auch mal zu Barrett hier gewechselt, ne? So am Anfang. So. Aua. Boah. Ja, kannst du mal so tun, als würde ich dich angreifen? Ah, jetzt automatisch Feuer ein, ausgezeichnet. Maximal gut da, nein. Meine Fresse. Meine Fresse. Ich liebe es, wenn er sagt. Verpiesel dich. Ich liebe es, wenn er meine Fresse sagt. Er hat immer so einen überraschten, ja, noch nicht mal so einen aggressiven Ton, irgendwie so einen überraschten, so, oh mein Gott, das habe ich gar nicht erwartet, so, meine Fresse, ey. Er hat doch ein bisschen gezogen. Wir Mithril-Erz, nein, Eisenerz habe ich schon maximal. Was soll denn ein Mann mit so viel Eisenerz? Das sind ja gar keine Erz für irgendjemand anderen übrig. So, war ich da? Ja, ne, von da bin ich gekommen, ne? Sieht so verdächtig aus. So. Oh nein, ein Hindernis. Oh nein, ein Hindernis. Was mache ich nur damit? Ich schieße einfach weiter drauf. Boom, so. So geht Barrett mit seinem Problem um. Unsere Freunde. Was ist? Schon aus der Puste? Wir kommen nicht rüber. Könnt ihr von da aus vielleicht was unternehmen?
Aha. Ich hab's. Mach dann 2000. Klar? Sehr lustig. Alles klar. Sekunde, Leute, ich hab's. Ja, es klappt doch, ne? Eine Leiter, wie komme ich da hin? Das will ich sagen, dass das nicht sein erster Instinkt war, ne? Da ist auch noch eine Leiter. Nein. Kann ich die von hier aus abschießen? Nein. Okay, aber jetzt eine Truhe. Oh Gott. Red. Okay, 1000. Geben, den Container da runter zu holen. Ah. Ich habe da so eine Idee. Na, verdammt. Klappt nicht. Oh nein. Was mache ich denn jetzt? So. Ah, wie komme ich denn da ran? Perfekt. Ich habe gedacht, da wir jetzt zu zweit durch die Gegend rennen, dann treffen wir vielleicht irgendwie ein neues Partymitglied, ne? Aber anscheinend war es nicht der Fall. So. Haben wir alle gesehen, da ist was zum Heilen. Ausgezeichnet. Aua. Nein, Red, Hilfe. Das ist eine Magie-Materie im Hintergrund. So, haben wir was Neues. Da ist immer was Neues. Ja, alles, was hier in Sale ist, werde ich natürlich holen, ne? So, dann setze ich meinen Welt. Das ganze Schießen hat mich müde gemacht. Ich mochte ja Yuffies Animation, wenn sie sich so hingesetzt hat, sagen, hey. So, was haben wir hier? Gelevelt hat keiner, ne? So. Was kann ich hier mitmachen? Geht das Tor dadurch auf? Ja. So, aber ich glaube, ich möchte erstmal da hin, ne? Kann man da hoch? Nein, wie komme ich denn dann darüber? Ah. Oh. Hm. Ich soll mal noch irgendwie nach oben gehen zu können. Aber ich glaube, da kann man auch gar nicht hochklettern, ne? Kann ich von hier auch schieben? Nö. Oh Gott, einen Moment. Ah, da ist ein riesiger Steinweg. Ach Mann. Wer hat den denn so perfekt darauf platziert, ey? So, Truhe. Vorsicht, Vorsicht. Super Äther. Ja, du gehst mir erstmal aus dem Weg, so wie alle meine anderen Probleme im Leben. Ich wollte schon sagen, ich werde den ja wohl auch schieben können, ne? So, Red, also nein, Roadkill. Ja, was ist das da hinten? Ist das ein Monster? Ne, irgendwann ist da im Weg. Oh Gott. Oh Gott. Ah. So, warte mal, jetzt eine Kreuzung, oder? Nee. Aber das ist ein Nebel, oder? Ist das Nebel? Ja, nicht, ja. Oh Mann. Warte mal, abschießen. Handgranate. Eigentlich Handgranate auch der Name einer seiner Limits. Ich glaube ja, ne?
schießt einfach so irgendwo in die Menge rein und macht Flächenschaden. Ja, die Limits waren ein bisschen broken im Original, weil ich so viel öfter einsetzen konnte. Nicht so viel schneller irgendwie gefüllt. Und es gab ein Item, womit man irgendwie, das konnte man immer aktivieren, womit man die Charaktere zornig machen konnte. Die haben dann mehr Schaden genommen, aber die Limitanzeige hat es dann schneller erhöht. Und das hat man immer aktiviert gehabt. Weil warum nicht, ne? Ein bisschen mehr Schaden, aber dafür die ganze Zeit Limits einsetzen. Geschafft! Danke! Gut gemacht! 2000. Wehe, du vergisst. Okay. Und da gehen sie wieder hin. So. Meine Frage ist jetzt immer, bald wieder vereint. Oh. Meine Frage ist jetzt immer noch, wie man dann jetzt hier an die Dings dran kommt, an die Materie. An die Materie hier, ne? Von hier aus lässt sie sich nicht öffnen. Oh, ihr seid schon da. Vielleicht was ausrichten? Ich versuch's mal. Ja, wer hätte es gedacht, ein Hebel, ne? Sind ihr was schuldig? 2000, okay? Geschieht mir wohl recht. So, warte mal hier, irgendwas Neues, komm. Oder heilen wenigstens, wenn wir mehr heilen haben. Wo ist das? Gewitter? Nein, das brauche ich jetzt nicht wirklich. So, ihr könnt eigentlich einfach da runterspringen, dann sind wir wieder vereint, ne? Aber, okay, wir sind schon wieder weg. Oh Gott, wenn jetzt hier nicht noch ein Boss kommt oder so, ne? Oh Mann. Ich habe keine Heilmaterie ausgerüstet. Mhm. Oh Mann. Es ist Raging Rock. Dieses Viech ist bestimmt von Shinra erschaffen worden. Eine gute Nachtgeschichte vom alten Papa Barrett. Oh, Schwachpunkt entdeckt. So, ich mache mir bitte nicht zu viel Schaden, okay? Danke. Mithril Golem. Oh, analysieren. Risiko resistent gegen physischer Attacken kann hier auf dich angegriffen, den Kopf schockanfällig gemacht werden. Elektro. Hey, physische Attacken, da habe ich doch was von. Von Red 13 Farben. Ja, wie gut, dass ich den Kopf die ganze Zeit treffen kann, ne? Wie schmeckt dir das? Das tut weh. Und auch, die Chance muss genutzt werden. Oh, ist falscher Angriff. Egal. Aua. Wie schmeckt dir jetzt so nach? So. Schock, 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 schock. Nein. Härten, Abwehr plus. Dann gibt's eben was auf die selbige. So, ich habe gehört, du bist schwach gegenüber physische Angriffe. Stark gegen physische Angriffe. Wie heißt mit magischen Angriffen? Ach, bei 13 kann ich ja heilen, ne? Erstellt. Weißt du was? Was genau hat wir gleich machen? Heil mich. Nein. Ich wollte gerade was beschwören. Titan ist doch wie geschaffen hier für diesen Kampf. Okay, ist noch da. Wenn wir den einsacken und mit nach Hause nehmen, sind wir mit Trimilliardäre. Das ist eine harte Boss. So, dann gehen wir mal und beschwören Titan. Ha. Bonk. Dusch. Also, die haben ja gar keinen Platz mehr gleich.
Erstmal Fähigkeit Felsenwurf, mach mal gegen den Kopf. Jetzt kann man den Rücken auch anschießen. Oh Mann. So, irgendwie scheinen wir ohne Heilung durchzukommen. Ich habe gar nicht gesehen, ob Titan irgendwas gemacht hat gerade. Okay, wie bitte? Okay, Blutfang gegen den Kopf. Oh, er heilt sich, glaube ich. Ja, okay, Blutzahn, ne? Ich glaube, ich sollte hier mal einen Gegenstand oder so einsetzen. Zum einen, ne? Wie war es mal mit dem Supertrank? Ja, vielleicht mal blocken, ne? Ja, da bin ich natürlich blocke. Klappt natürlich wieder nicht, ne? Titan, mach was. Oh, Gaia Sword. Was macht er da? Rücken zerstört. Ausgezeichnet. Mach den Rücken kaputt. Oh mein Gott, ey. Vision zu töten. Schauen wir mal, der Konsum zu einer zeitlich begrenzten ATB-Einheit. Blablabla. Aber mal. Oh Mann. Riecht nach einer Niederlage. Oh Mann. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, und du auch. Warum hätten auf einmal so wenig aus? So, mach das Ding kaputt. Wo ist das? Ich muss mich ein bisschen heilen hier. Oh, sehr gut. Was hat? Oh mein Gott, da hat voll viel geschockt. Oh Gott. Jawohl. Null. Oh. Gut gemacht, Team. Eine Ehre. Ausgezeichnet. Ist das Ding zum Heilen hier in der Nähe? Ja, lass mich mal. Wir gehen mal kurz zurück zum Heilen. Okay, der war. Ich habe sie Wort von gewusst, hier kommt noch ein Boss. Ne? Aber mit ein paar Supertränken haben wir schon geschafft. Ne? Wir müssen ja auch mal unsere Gegenstände hier einsetzen. Ne? Ich wollte nicht so viel Platz, jeden hier Vita zu geben, okay. So. Wir haben gelevelt. Haben die jetzt auch gelevelt? Nee, ne? Nicht. So, was haben wir denn hier noch? Synchronfertigkeit. Ich will aber hier im Kampf empfangene TP Heileffekte um 10%. Ne? Oh, beschleunigt das Nachladen vom Feuerstoß. Da muss ich aber noch hinarbeiten, ne? So, sind das jetzt die Sachen? Habe ich die Sachen jetzt aktiv aktiviert oder muss ich die noch ausrüsten? Also, ich hätte nämlich die passiven Sachen erstmal hier. So ganz check ich das hier noch nicht. So, ist das jetzt eine Fähigkeit, die er in seiner Waffe hat oder muss ich die ausrüsten? Hier ist das nämlich nicht. Großkaliber. Also hat er das jetzt immer aktiviert oder wenn ja, wo sehe ich das?
Stehe in der Wille. Empfang eine Heilung da. Feuerstoß plus und Empfang eine Heilung. Ne? Also hat der hat jetzt immer, ne? Synchro-Schaden, treuer magischer Diener, beständiger Magiekreis. Egal, welche Waffe er ausgerüstet hat, ne? Weil das hat ja nichts mit den Waffen zu tun, ne? Alles klar, cool. Das heißt, er hat jetzt immer Empfang eine Heilung plus, ne? Das ist doch nicht schlecht. Also lohnt es das auf jeden Fall, die passiven Fähigkeiten zu holen, würde ich sagen. Wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? 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 Da. Ja, mehr Eisen, ja. Jetzt gibt mir Mithril. Kein Mithril. Die Kisten da. Da werden die nie im Leben glauben, was wir alles erlebt haben gerade, ne? Oh, ich habe aber die alles gesehen. Nein, noch nicht. Man hat ja gerade, wo die anderen waren. Also die drei sind ja vorbeigelaufen, haben nicht die Truhe geöffnet. Was stimmt eigentlich mit denen nicht? Boah. Ich glaube, ich spinne. Wir haben nur 31 MP. Ich nehme an, MP wird hier halt ein bisschen anders gescaled als im Original, ne? Dafür haben wir halt hier 5 Hauptcharaktere schon von Anfang an, ne? Können jetzt nicht allen irgendwie 100 MP oder so geben, ne? Oder sind sie schon? Okay. So, wo seid ihr denn jetzt hier hingegangen, ne? Nirgendwo. Von wo seid ihr gekommen? Irgendwie ist hier nichts. Ihr habt gemogelt, ihr seid Mogler. Ihr seid Mogris. Meine Fresse. Ja, lass eine Gruppe nicht zurück. Ja, ich will auch nur mal gucken, was hier. Jo. Na endlich. Das Mithril hat so geblendet, dass der Weg kaum zu sehen war. Nicht? Der Boden kann jederzeit nachgeben. Wir sollten schleunigst verschwinden. Ja. Aber Shinra weiß, dass wir hier sind. Womöglich lauern sie uns auf. Ich würde es an ihrer Stelle ja tun. Trotzdem, es gibt keinen Weg zurück. Nicht nach dem, was wir in Midgar gesehen haben. Es ist unsere Pflicht, den Planeten zu beschützen. Wenn Shinra uns in die Quere kommt, wird halt gekämpft. Lasst uns den Schwarzkutten folgen. Vielleicht führen sie uns ja zu Sephiroth. Alles klar. Mitglieder kann wieder geändert werden. Cool. Lass mich noch mal hier kurz zurück. Okay. Wer, ihr habt hier schon wieder nicht alles eingesammelt. Ne, dann. Dann hau ich euch. Ah, wir sind direkt hier, direkt. Ja, die sind wohl gar nicht weitergegangen. Einfach gewartet, bis wir ja hochgeklettert sind, alles klar. Da sind die jetzt mit hochgelevelt oder 23? Sind die hochgelevelt? 23, ja. Weil so ein bisschen weniger Erfahrungspunkte, so ein paar kleine Abstände. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, ob ich die in der Gruppe mitgenommen habe oder so. Ich habe halt auch nicht im Original kapiert. Ich glaube, die Charaktere sind so ein bisschen automatisch gelevelt, aber irgendwie, wenn die irgendwie, ne, die Charaktere mussten in der Gruppe dabei sein, um zu leveln. Aber wenn du irgendwie, weil nicht so hoch gelevelt ist, dann werden die irgendwie hinterhergezogen oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwie so lief das im Original, ne? Ich finde das eigentlich besser, wenn jeder Charakter, wenn man die einzeln, ich mag dieses ganze automatische Level irgendwie nicht. Habe ich schon im Pokémon nicht gemacht.
Und ja, es ist sehr angenehm, dass man halt nicht alle einzeln trainieren muss, ne? Aber weil nicht. Ich tue lieber auf traditionelle Weise machen. Das sollte reichen. Volle Konzentration. Also so viel Zeit muss noch sein, ne? Schwer in Angriff abgebrochen. Ich mach das. Immer wenn ich meine Konterstellung habe, immer wenn ich die hab, ne? Ich bin gerade voll bereit, ne? Dann greifen die entweder nicht an oder machen irgendeinen Angriff, den ich abwehren kann. Ich schwöre, das Spiel weiß. Das Spiel weiß Bescheid. Und meine Angriffe werden die ganze Zeit abgebrochen, ey. Ich wollte gerade diesen einen Flächenangriff mit einsetzen, ne? Los geht's. Los. Na komm her. Das gibt's jetzt nicht, der hat mich nicht getroffen. Das Spiel. Dann übernimm. Überlass das mir. Keine Chance. Ich wollte sagen, wenn du den Angriff schon wieder abwehrst, ne? Oh, ja. Meine Güte, ey. So. Ich will raus hier. Ich will wieder in die Open World und alles andere als die Story machen. Nein. Natürlich will ich die Story weitermachen, aber dieses Open World erkunden macht halt auch Bock, ne? So, da sieht aus wie Ausgang. Aber jetzt muss ich ja wieder Cloud hier Analyse geben, ne? Also dann kommt so ein Kampf und ich mache die hier voll fertig. So, Ausrüstung und Materia. Das geht ja jetzt so, ne? Boom. Was habe ich hier nochmal? Auto-Spezialfähigkeiten, ne? So. So, dann gucken wir mal, was uns da draußen erwartet. Wie die Welt da draußen aussieht wieder. Ich habe das schon fast vergessen, ne? Guck mal, sehen wir schon ein paar Sachen. Wow. Was ist das hier für eine Stadt? Also nicht Yunnan. Yunnan ist noch ganz weit. Ist noch ein bisschen entfernt eigentlich. Die ist nicht direkt außerhalb der Minen. Aber wir müssen einen anderen Ort hier finden. Hallöchen, Leute. Hey, sag mal. Warum standet ihr gerade so alle davor? Und Shinra? Keine Spur. Hm? Oh. Oh Mann. Oh, ist das der Kondor? Wir sind aber auch vom Pech verfolgt, ne? Ich glaube, ihr solltet euch mal ein bisschen schneller bewegen, ne? Ihr Ziel ist Shinras Festungsstadt, Junon. Ja. Der Riesenkanone. Die haben man ja schon so ein bisschen in HD gesehen, in Crisis Core. Jetzt hat diese berühmte Szene, wo ihr so Esper Phoenix Joshua. So, guck mal, was wir hier alles haben, ne? Boah. Ich vermisse ja einen Ort. Ich habe da gerade einen Kondor gesehen. Also müsst ihr irgendwo, oh mein Gott. Oh. Ist das ja, ich meine an, wie groß. Ich meine, Yunnan ist groß, ne? Also das war eine riesige Stadt, ne? Ich nehme an, wir gehen jetzt mal zu den Funktürmen, ne? Ich nehme an, den Ort, den ich suche, den kann man, da hinten ist er, glaube ich. Ja, ganz hinten dieser Berg, ne? Das ist Fort Condor.
Erinnert ihr euch an das DLC, das Spiel, was wir spielen konnten in Yuffies DLC? Ja, das ist ein Ort. Und da können wir vielleicht mal hin, ne? So. Ja. Zu seinem Nest gemacht haben soll. Ob das stimmt, kann ich allerdings nicht sagen. Und wie man die Insel erreicht, weiß ich leider auch nicht. Insel. Geschieht diesen Shinra-Säcken jedenfalls recht. Dem armen Mann aber nicht. Nur wenn wir ihn nicht erreichen können. Ja. Lasst uns erstmal nach Junon gehen. So, ich frage mich, was passieren würde, wenn ich den die ganze Zeit hier folgen würde, wo die an hinlaufen würden. Aber ich warte jetzt ganz bestimmt nicht, bis die fertig gelaufen wird. So, ich freue mich auf einige Sachen, die ja noch auf dem Weg hoffentlich zu Junon passieren. Eine Sache, die auf dem Weg zu Junon passieren könnte. Darauf würde ich mich relativ gut freuen, ne? Wenn diese Sache passieren würde. Darauf würde ich mich definitiv drauf freuen. Aber mal schauen. Es sieht ja definitiv anders aus wie im Original, weil war halt. Also im Original war halt überall Grasland. Also da waren jetzt nicht so viele Unterschiede so auf der Weltkarte, ne? Die ganze Welt war aus Gras, ne? Und hin und wieder war da mal irgendwo so eine Stadt oder so, ne? Also Turmalin, da haben wir was Neues. Aber hier sieht es natürlich ein bisschen anders aus, ne? Aber gucken wir mal. Ich freue mich, einen Charakter zu sehen. Einen Charakter werden wir bald begegnen hier und da freue ich mich. Ist das ein weißer Schokobo? Ist das ein weißer Schokobo? Du bist ein weißer Schokobo. Ist der andersfarbige Schokobos? Apropos Schokobos. Unser erstes Ding. Die Schokoballstelle ist wieder in Betrieb. Und eine Goldfeder. So, wo, wie heißt das überhaupt? Junon-Region. So. Sehr cool. Sehr militärische Musik hier im Hintergrund. So, jetzt muss ich mal aufpassen mit diesen Zeichen. Nehmen wir ein Kartenspiel, ne? So, Junon-Region. Eine Küstenregion mit Festungsstand der Junon im Zentrum. Oh, schön. So viele neue Orte. Also in der Junon-Region gab es jetzt nicht so viele Sachen. Es gab Fort Condor, dann gab es hier. Das war's. Es gab irgendwie diese eine Höhle, wo man so einen Typen besuchen konnte, ne? Der einen irgendwie, weil nicht immer irgendwelche kryptische Sachen gesagt hat, ne? Oh, guck mal da. Warte mal, da ist ein Kondor drauf. So, am liebsten würde ich erstmal so einen Funkturm hier irgendwo finden, ne? Damit ich hier erstmal. Da ist einer. Damit wir erstmal hier so ein kleines Anlegestelle hier. Wow. Alles sieht ja auch anders aus, ey. Okay, dir folge ich gleich. Gegner. Neue Gegner. Neros, Ferox, was? Bist du denn? Küstenbewohner, blablabla, wirksam Eis. Aber mein Einsatz jetzt. Los, der Feind ist geschwächt. Es ist noch nicht vorbei. Ausgezeichnet. So, hier müssen wir uns wieder sehr weit umschauen, ne? Funkturm an der Meeresbrise. So, das Arimans, ne, dann aus wie so Arimans, diese einäugigen Viecher hier. Aber ich bin auch bereit zum Abkassieren. So, und ich kann jetzt alles analysieren. Sturm greift Dornenwurz. Boom, alles analysiert direkt. So, ich habe gesehen Wind. So, ich will. Wo seid ihr? Stücke. Wow. Okay, der war direkt weg. Ins Gesicht. Mein Gott. Das war nicht kaputt. So, ist das jetzt ein Wind? Ist das jetzt ein Windangriff hier? Das hier? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß nicht. Der war relativ schnell geschwächt, also keine Ahnung.
So, unser erstes Türmchen. Jetzt wissen wir ja die ganzen Funktionen, ne, in diesem Spiel, ne? Wir müssen Türmchen sammeln, wir müssen Chocobo Haltstellen finden und so, ne? Jetzt wissen wir jetzt, wie jetzt hier abläuft, ne? Bing. Wiggo, Wiggo. Wow, Chocobo. Ja, ne? Gute Frage. So, ich bin genauso gedacht, wie er abläuft, ne? Und da ist er schon wieder. Ich habe in der Nähe eine Protosubstanz geortet. What? Könnt ihr euch das mal ansehen? Oh mein Gott. Jetzt schon. Angespültes Schiffswrack. Lass mich, ich bin erst mal hier angekommen, Kollege. Nein, ich kann ja noch keinen Schokobus rufen. In verschiedenen Regionen der Welt haben sich unterschiedliche Chocobos haben eine Heimatregion angewandt und einzige Fähigkeit entwickelt. Das Ruder ist ja jemand, kann eine bestimmte Bedingung. Ja, ich nehme an, ich muss die erstmal fangen. Ne? Ich habe da unten schon verkarte so Chocobo-Spuren am Boden gesehen. Deswegen nehme ich an, wir müssen erstmal da ein Chocobo fangen oder so, ne? Boom. Nein, da unten sehe ich eine Menge Chocobos. Ist das eine Chocobo-Farm oder irgendwie sowas? So, hier ist übrigens andere Weltkartenmusik. Das war im Original auch nicht so, ne? Da war die, hat die gleiche Weltkartenmusik überall. So, Gnade des Planeten, da haben wir die endlich. Das sind die Dinger, die wir die ganze Zeit brauchen. Ne? So, ich weiß, ja nicht, wie es euch geht, aber ich gehe mir erstmal einen Schoko holen. Effizienz blocken. Genug. Das hat geklappt. Dann vielleicht mal hier meine Materie so abchecken. So, boah, guck mal hier. Das Licht ist ja vollkommen anders. So, heilen, Erschlag, Feindtechnik, Analyse. Ich werde natürlich immer so viele Sachen wie möglich lernen, ne? Luft, MP Boost, TP Boost. Hast du nicht mal einmal hochgelevelt? Bisschen blocken. Okay. Was hat hier? Stadt, Dorf. Oh, die müssen wir fangen, alles klar. Okay. Irgendwie durfte ich nicht nach rechts laufen. Bell? Was? Okay, sie dachte, jetzt gehen wir über einen andersfarbigen Chocobo. Wiederholen, ja, natürlich wiederholen. Ich weiß nicht mal, wo ich hier laufen kann und wo nicht, ganz ehrlich. Vielleicht jemand muss den Schalter da aktivieren, weil das irgendwie hier so auf aufmerksam gemacht wurde. Oh nein. Das Ding bewegt sich. Er guckt sogar auf mich. Aber das würde ihn nicht verschrecken, wenn sich das Ding ja bewegt. So, nun. Und bewegt sich jetzt. Da ist ein Wagen. Wie macht er das? Stein aufgenommen, also ja. Oh Gott, ich muss das Ding aktivieren, damit er hier hinlaufen und dem Ding hinterher rennen oder was? Ich glaube nicht, dass ich das schaffe zeitlich.
Kann ich nicht hier lang? Oder ist einer, ne? Wenn ich so von rechts da laufen könnte, wäre natürlich perfekt. Ne, da hinten ist einer. Ist da irgendwo ein Schalter? Ne. Wir fahren Stein auf den Schalter. Okay. Ich hab nicht gedacht, das hat funktioniert. Wenn die Chocobos so da hingucken, so. Na, ist wohl nix. Das Ding bewegt sich irgendwie schneller als ich. Dieser nachdenkliche Blick, den die irgendwie. Oh, Kontrollpunkt ausgezeichnet. Dieser nachdenkliche Blick, den die auf das Ding haben, so. So, Stein. Hier ist ein Stein. Wo ist ein Schalter? Nein, nee, doch, nee. Wo ist ein Schalter? Guck genau darauf, ey. Ich nehme an, ich muss hier wieder irgendwo einen Schalter umlegen, ne? Aber wo ist hier einer? Ich sehe gerade nichts. Ist das einer? Soll das hier einer sein? Nee, ne? Oder soll ich die einfach nur weglenken davon? Ich glaube, das soll ich sogar machen, ne? Ich glaube, ich muss die mehr so ablenken, ne? Guck mal alle da ein. Der Schokobo zeigt sich unbeeindruckt von dem Stein. Ey, was ist das denn? Hör auf, die ganze Zeit darauf zu gucken, Mann. Oh. Schokobo zeigt sich unbeeindruckt vom Stein. Ich glaube, hier, das muss ich. Okay. So, muss ich doch drauf werfen. Nein, andere Richtung. Oh, du blöd. Jetzt muss ich den ganzen Weg hier rumrennen. Ich finde das so witzig, wie die ja voll mit starrem Blick auf das Ding gucken, ey. Oh Mann. Guckt immer noch. Das ist verdächtig. Aber manchmal muss ich so im beim warte mal. Sieht er mich von hier aus? Ist auf die andere Seite. Hey, warte mal. Ich komm doch irgendwie rollen, oder? Ja, super, und der ist jetzt genau da so umgedreht. Sieht er mich von da aus? Nee, ne. Dieses Ding nähert sich mir ganz langsam. Aber es wird schon nichts sein, ne? Der Chocobo zeigt sich unbeeindruckt von ihm. Und jetzt. Du hast mir. Du hast mir. Meiner. Gut so. Tifa. Unser Mittagessen ist garantiert. Yay, cool. Junon Region. Chocobo. Blah, let's go. Bergchocobos können mit ihren starken Beinen äußerst steile Hänge erklimmen und hinuntersteigen. Ah, das sind diese Dinger. Ich dachte, ich kann da hochklettern. Ich dachte, da war irgendwie so ein Zeichen, so, ah, hier geht's nach Fort Condor oder irgendwie so was. So, da ist Fort Condor, ne? Da ist Fort Condor da hinten. Und ja, das ist ja auf dem Reaktor, genau. Da ist so ein riesiger Kondor, der irgendwie hier auf einem Reaktor hockt. So, ja, schön. Naja, in Final Fantasy 7 gab es ja auch verschiedene Chocobos, ne?
dieser Chocobo Farm, wo wir hier letztens waren, in der Graslandregion, da kann man ja auch Chocobos züchten, ne? Was ein richtig nerviger Prozess ist übrigens, ne? Aber da kann man auch irgendwie sich Chocobos irgendwie, man kann verschiedene Chocobos aus verschiedenen Orten hier so fangen, ne? Und die haben dann alle verschiedene Farben, ne? Und die kann man sich dann zusammen züchten und ja, die haben dann verschiedene Sachen so. Also mit einigen kannst du irgendwie, weil nicht, kannst du irgendwie über Berge klettern, mit einigen kannst du übers Wasser gehen, ne? Also es ist nur halt sehr nervig hier, die zu züchten. Das ist eine der nervigsten Sachen im gesamten Spiel. Was ist das? Ein Schaden von Feuer, Eis, Blitz und wieder elementären Angriffen, ja. Kann ich das hier? Nein, das braucht 5, 10. Windige Welle. Okay. So, wer ist hier? Ist bestimmt genau die gleichen Leute, ne? Pass auf. Guck mal, wer hier schon wieder ist. Sag mal. Auf Junons Chocobo Farm. Stell dir vor, Cloud. Die Chocobos bekommen hier spezielles Futter. Es werden Algen und zermalmte Fischgräten untergemischt. Etwas anderes hätte ich in Junon auch nicht erwartet. Kann ich aber was Neues herstellen? Warte mal hier. ATB-Schock, Meister der Gegenstände, Gewitter und Luft. Solche sind immer gut, habe ich so ein Gefühl. Und Kampf dem von verbundenen Materie. Hm. Erstmal mit so Dings hier. Amplifikation. Ich baue auf deine Unterstützung. Ich habe so früh ein Yuffie's DLC bekommen, aber ich nehme an, Yuffie's DLC ist auch irgendwie gedacht. Das sollst du so spielen, nachdem du das Spiel durchgespielt hast, ne? Deswegen tun jetzt hier nicht einige Sachen vorenthalten, ne? So, upsala. Machen wir mal die Quest hier, ne, wenn wir schon mal hier sind, ne? Mal gucken mal, was es damit auf sich hat, ne? Jo, was geht? Ihr seid neu hier, oder? Kommt ihr etwa von den Sümpfen? Genau, wir haben uns Chocobos von Bills Farm ausgeliehen. Himmel, Arsch und Zwirn. Ich habe ihm schon so oft gesagt, seine dummen Schilder abzunehmen. Auch auf Chocobos sind die Sümpfe zu gefährlich. Ich heiße übrigens Gabe. Das hier ist meine Farm. Und ihr braucht gar nicht erst fragen. Meine Chocobos verleihe ich nicht. Ich habe auch meinen eigenen. Bäh. Das Transportgeschäft wird von Shinra stark reguliert. Verdammt, ne Shinra. Ich mich trotzdem irgendwie im Hintergrund halten können. Aber mein Wagen hat vor kurzem den Geist aufgegeben. Und weil ich mir die Teile für die Reparatur nicht leisten kann, ist mein Geschäft so gut wie tot. Das Ganze deprimiert sogar meine armen Chocobos. Sollen wir ihnen bei der Reparatur helfen? Das ist nett, aber ohne Ersatzteile? Es reicht also, wenn wir die besorgen können? Tja schon, aber guckt euch doch mal an, wie der Wagen aussieht. Ich weiß ja nicht. Und ich habe leider nichts, womit ich euch bezahlen könnte. Interessieren dich meine Chocobos? Ich habe mehrmals versucht, sie in die Wildnis zu entlassen, aber sie kommen immer wieder zurück. Das habe ich jetzt davon. Da eröffnet man ein Geschäft und dann ist der eigene Kopf der Erste, der rollt, wenn es bergab geht. Aber sagen Sie doch sowas nicht. Es ist nicht Ihre Schuld. Komm schon, Cloud. Genau, es ist schön, was Schuld. Die Chocobos brauchen uns. Wir müssen ihnen helfen. Bitte. Warum? Klar. Juhu! Gut, wenn ihr drauf besteht. Ich warne euch gleich. Die Ersatzteile, die wir brauchen, sind in dieser Gegend schwer zu finden. Alles klar. Und wo können wir sie finden? Bei einem Händler, der in einer Hütte auf dem Berggipfel lebt. Zu Fuß kommt man da nicht hin. Nur eine bestimmte Chocobo-Dame schafft den Aufstieg. Bell heißt sie. Das letzte Mal habe ich sie dort drüben gesehen. Ich hab's ja schon. Die haben wir bereits eingefangen. Hey, cool. Verstehe. Gehen wir es an. Yay. Alles klärchen. So, ich sehe gerade hier so Waffen und Shops und so, ne? Jeder Chocobo-Fan ist herzlich willkommen in unserem Shop. Oh, du bist hier Dings, alles klar. Skorpion Kyrasu. Hey, es hat die Anspielung an den ersten Boss aus Final Fantasy 7.
Diesen Skorpion-Mecker, gegen den man kämpfen musste. Ah, gib mir mal, ne? Ich habe genug. Dann mal hier. Lorbeer, magisches Pulver, Ungeheuerhaut. Ich habe von allen sehr viele Sachen. Seit Jahr lieb zu dem Schokobo. Ja, hier kann man die Ausrüstung ändern, ne? Ja, mach mal. Also müssen wir extra für sie auch noch hier. Und für sie wird ja irgendwie grau irgendwie so passen, ne? Okay. So. Cool. Neues Gebiet, neue Sachen zum Erkunden. Ich liebe es. So. Astpunkt, Schokobolan, Schokobox. Gabe's Farm. So, wir müssen dahin, ne? Gehen wir mal dahin. Hier haben wir irgendwie alles erledigt anscheinend, ne? Nicht will. Dem Kerl geht's besser, als er den Anschein erwecken will. Der hat's faustdick hinter den Ohren. Meinst du etwa, er wollte uns hinters Licht führen? Damit wir die Arbeit für ihn erledigen? Vermutlich. Und findest du das so lustig, klar? Egal. Ich mach's trotzdem. Für die Chocobos. Ja, Cloud hat vorhin Überblick, ne? So, kann ich überhaupt irgendwo hin? Ja. Yep. Ah, jetzt kann ich ja runter, cool. Wollte sagen, ich komme ja von da oben, ne? So, Junon ist ja in die andere Richtung, ne? Ja, yep, da ist Junon. Dann müssen wir offiziell schon nach Junon? Wir gehen Schwarmkunden in Richtung Junon. Vielleicht sollten wir erstmal so ein ganz kleines bisschen vorantreiben, ne? Ich habe das Gefühl, wenn wir da erstmal ein bisschen weitermachen, dann kommt es sehr viel eher zu dem Treffen von einem bestimmten Charakter. Und ich will ganz ehrlich diesen Charakter so schnell wie möglich mal sehen. Ne? Also tun wir mal so ein bisschen die Story vorantreiben, ne? Bevor wir jetzt hier alles erkunden, ne, in den Gebiet, ne? Wer weiß. Warte mal hier. Wow, was ist hier los? Anglerschuppen. Gehört das hier schon zu Junon? Nein. Unter der Festungsstadt liegt ein Vorort. Unter Junon. Ein marodes Fischerdorf. Typisch Shinra. Alles, was denen nicht in den Kram passt, wird nach unten verfrachtet. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ach, wir sind hier. Doch, wir sind eigentlich schon in Junon dann. Junon, Junon, ne? Haben wir halt ausgesprochen. Ah, vielleicht bin ich dann doch noch nicht hier rein, ne? Na gut, dann gehen wir mal doch ein bisschen hier erkunden. So ein ganz kleines bisschen, ne? Und dann, weiß ich nicht. Okay. So ein ganz kleines bisschen. Ich bin ein bisschen gezwiespalten hier gerade, okay. Aber oh, die Musik hat sich auch ein bisschen geändert. Ein bisschen majestätischer. Wir können ja mal die Funktürme schon mal alle aktivieren oder versuchen jedenfalls, ne? Wenn wir schon mal die Orte alle Überblick haben und sehen, was hier so los ist, ne? Oh Gott, rennt doch nicht alle so schnell. Boah. Vorsicht, Vorsicht. Okay. So. Hey. Okay, wir machen erstmal den hier, ne, und dann mache ich Aero eine Menge. Und ich kann den hier machen. Boom. Ja, leider nicht doppelt. Lass mich mal. Fang langsam an zu glauben, dass
Wow, was hat er denn da? Sein Schwert war auf einmal im Wind gehüllt. Ich habe nichts gemacht. So, also das ist mein Chocobo. Ich habe das rot gesehen, deswegen. Ich habe nur rot gesehen und dann. Anyway, er start blasting. So. Ja, ich kann hochklettern, genau. Bird hätte auch die Leiter runterschießen können. Er hat zwar nichts gemacht, weil er nicht so eine Leiter ist zum Runterfahren, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ah, okay. Bonk. Budisch. Und da ist ein Kampf. Der Robert hat 5 Erfahrungspunkte erhalten. Da. Ah, Chatley will sich nicht melden. Oh, du hast einen Funkturm gefunden. So, ihr braucht nicht mehr da hochklettern. Wir gehen schon wieder runter, Leute. So. Mein Chocobo ist gerade abgehauen. Da ist er. So, das ist noch hier in der Nähe. Da ist die Protosubstanz. Sollen wir den Kampf machen noch? So, von alles ein bisschen. Ja, ne? So, wow, was bist du? Du bist unser Kampf, habe ich so gefühlt, ne? Tosendes Gekreische. Warnung! In dieser Umgebung hält sich mindestens ein gefährliches Ungeheuer auf. Schockanfällig, schocke Gegner, Zeitlimit. Rufe Datenverzeichnis auf. Ein ganz schön dickes Ding. Nein, ich kann die Truppe nicht wegsetzen. Okay. Wieso gegen schwach? Ich weiß es nicht. Ich bin an Wind, ja. Aua, aua. So, ich habe gerade gesehen, windige Verkettung. What? Der hat schon wieder meinen Angriff abgebrochen. Nein. Er ist. Er ist. Oh Mann. Ich hatte aber auch so wenig. Ja, ist klar. Sie hat aber auch so wenig HP, ne? Was soll ich denn dagegen machen? Nein, lass mich. Ich muss erstmal mich heilen. Hast du gerade meinen Zauber? Ey, das geht mir langsam auf den Nerven. Wir tun die ganze Zeit meine Zauber so abbrechen, ey. Eine Güte. Wo sind die Phoenix wieder so weit unten jetzt? Meine Güte, ey. Ihre ATB-Aufladung ist so langsam. So, mach Schocker einen Gegner. Mach den Schock anfällig. Ja, irgendwie komme ich aber nicht dazu. Kakophonie, hey. Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. War eigentlich auch eine Fähigkeit. Und jetzt weg. Oh. Na warte, du Stück. Jetzt gibt's auf die Omme. Wer, du brichst dann ab. Wieso bist du immer noch nicht schockanfällig? Wieso ist er nicht schockanfällig? Ich zähle auf dich. Überlass das mir. Sag mal hier. Nein! Ich weiß nicht, wie ich den schockanfällig machen soll. Na warte, du Stück. Nein, was machst du denn da?
Boah. Ich habe doch Limit eingesetzt, ey. Ey, die Gegner tun die ganze Zeit meine Angriffe uns abbrechen, ey. So. Also war nochmal. So, jetzt du, Salto. Da habe ich nicht geschockt. Das gibt es jetzt einfach nicht. Ey. Ich mich euch auf den Arm nehme. Boah. Ich weiß nicht, wieso der nicht schockanfällig gewesen wäre. Ich habe doch die ganze Zeit einen Angriff auf den gemacht. Boah. Alter. So. Ah, wie kommen wir denn da hin? Jemine, Mann. Ich muss mir mal ein paar Phönixfedern und so holen, ne? So. Diese Kämpfe, ey. Ah, er ist halt aber irgendwie gar nichts aus. Sie sieht ja nichts aus. Ich geh noch mal hier so gucken. Ja, so ein bisschen. Ein, zwei Minuten noch. Noch eine Minute erkunden. Hier wird da bestimmt irgendwie was sein, wo ich mich hin teleportieren kann oder so, ne? Also ein Schatzgebiet oder was weiß ich. Na, guck mal da oben, da können wir hin. Erstmal ignorieren, ne? Wer weiß, was ich hier noch alles finde, ne? Ultimative Waffe. Ultimative Materie. So, oh, ich dachte, ich kann mit euch ein bisschen besser klettern. Klettern wir mal da hoch. Das sieht irgendwie so geheim aus. So, hier ist ja viel angenehmer zum Erkunden, habe ich so ein Gefühl. Gebiet schon schön erkundet hier, ne? So, irgendwo da kann ich hochklettern, ne? Da kann ich die Gegner mal ignorieren. Sieht sowieso nicht neu aus, ne? Da ist die Szene wie von JoJo's Bizarre Adventure, wo Dio hier die Wände hochgeklettert ist mit sein, oder die Wände hochgelaufen ist im ersten Part. Oh. Ihr habt das Zielgebiet erreicht. Gibt es irgendwelche Anzeichen einer Protosubstanz? Oh. Okay. Guck mal. Ich will ja nicht schon wieder irgendwie irgendwas reinstolpern, was hier voll lange geht. Ich kann mich auch irgendwie nicht hier teleportieren. Nein. Na gut, dann verziehe ich mich mal von hier, ne? Boah, guck mal, wie groß das hier ist. Oh. Okay. Aber wir verziehen uns von hier erstmal, ne? Und machen halt. Hier ist die Farm, alles klar. Wir verziehen uns mal von hier und tun uns mal erholen, ne? Gibt's was Neues hier zu kaufen? Ne. Einmal Luft. Ich glaube, drei von jeder Materie sollte ich auf jeden Fall hier holen, ne? Falls ich mal für jeden Charakter ein Element brauche oder so, ne? Können wir uns eine für nichts, ne? Lassen wir mal. So gierig. Na gut, kann ich sagen, ich beende Part hier, ne? In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Erkundung auf Yudon, oder vielleicht machen wir ein bisschen die Story weiter, um zu sehen, wie es hier so weitergeht, ne? Und ja, keine Ahnung, vielleicht treiben wir ein bisschen die Story an, ne? Mal schauen, wie stark war der Gegner gerade, gegen nicht gekämpft habe. 21, also 23, okay. Kein Wunder, warum der so stark war, Mann. Vielleicht muss ich ja noch so ein bisschen erstmal die Story weitermachen, um ein bisschen zu leveln, ne? Da gibt es so viele Sachen zu erkunden.
Ich würde sagen, die Funktürme könnten wir auf jeden Fall mal erkunden, alle, ne? Ah. Wir haben schon eine Menge erkundet, ehrlich gesagt. Ich werde jetzt nicht hier irgendwie in der Story weitermachen und dann bin ich irgendwo, weil nicht hier festgefangen irgendwo und komme da nicht weiter, ne? Oder komme nicht mehr zurück oder irgendwie sowas, ne? Keine Ahnung. Mal schauen. Ich werde mir schon mal überlegen, ne? Jedenfalls sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.